rest of the cowboys. Giddy up, gone boys. 18 wheels on the concrete. Hallo Freunde. Hallo liebe Dieselfreunde. Klingt gut, ist aber leider von Tom schon belegt. Hallo Truckerfreunde. Moin moin Truckerfreunde. Gut, ich habe noch nicht so die richtige Begrüßung gefunden. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Mal gucken, was uns oder was mir da noch einfällt. Ja, ich sag erstmal so einfach moin moin liebe Truckerfreunde. Heute soll es nun losgehen, leider etwas verspätet, eigentlich schon ein bisschen eher. Aber die Bürokratie hier hat mir ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber da kommen wir nachher noch zu. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, heute soll es losgehen. Das Owner-Operator-Geschäft wartet nur auf uns. Die haben extra gewartet, bis wir loslegen. Ja, wir wollen dann zusammen. Ich möchte dann mit euch zusammen dieses weite Feld des Owner-Operator-Tums abgrasen. Man sagt ja, da sind Millionen zu verdienen. Ganze Flottenverbände können da aufgestellt werden. Ja, und von diesem Kuchen wollen wir uns dann natürlich was abschneiden. Oder so, irgendwie. Oder habe ich da jetzt was verwechselt? Weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also irgendwie ist da was mit ohne Operator und viel Geld verdienen. Vielleicht bringe ich auch gerade was durcheinander. Mal schauen. Ich nehme euch mit. Wir werden ja sehen, ob wir recht behalten werden oder auch nicht. Schauen wir mal, was von diesen großartigen Umsätzen da letztendlich bei uns nachher übrig bleibt. Ja, gut. Genug geschwurbelt. Wir wollen einsteigen ins Geschäft. Ich hatte, glaube ich, im Prolog gesagt, wo wir überhaupt sind. Ich sage es aber noch mal ganz gerne. Wir sind in Oregon, genauer gesagt in Eugene. Hier bei meinem guten Bekannten und Freund Sigi auf seinem Filmgelände. Hier. Offensichtlich reichen 20 LKWs nicht aus, um ein eigenes Filmschild anbringen zu lassen. Hier hätte eigentlich oder sollte eigentlich Hawk Hauling stehen. Das ist nämlich die Firmenbezeichnung von meinem Kumpel Sigi, von meinem Freund Sigi. Gut, tja, muss ich mal fragen, ob das Geschäft dann doch nicht so blühend ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen einsteigen ins Geschäft. Und ich glaube, bei meinem Schwenk habt ihr es eben schon gesehen. Da steht schon was ganz Tolles. Lasst uns mal hingehen. Tja, Freunde, so sieht's aus, wenn man ohne Operator ist. Na? Schönes Teil. Ist genau mein Style. Alles tippitoppi. So gefällt er mir. Oh, hier ist die Wand. Cheat. Aua. So gefällt er mir richtig gut. Wahnsinnsteil, ne? Tja. Ein wunderbares Fahrzeug. Hat eine, genau die Maschine drin, die ich mir so vorstelle. Cummins N14 auch noch gechippt. Eaton Fuller 18 Gang. Kabine, na gut, könnte ein bisschen größer sein. Ja, aber schönes Fahrzeug. Long Wheelbase. Bisschen was gemacht, bisschen Figurchen dran. Ja, das ist schon so ein Traum als ohne Operator, ne? Damit lässt sie es schon ganz gut fahren. Nur leider wir werden damit nicht fahren. Weil das ist nämlich nicht mein Truck. So schön es wäre. Da könnte die Reise hingehen. So könnte aussehen mal zukünftig. Aber das Modell ist hier von einem Freund, vom Sigi. Ein Trucker-Kollege. Das ist der Jimmy. Der Jimmy ist dabei, dieses Fahrzeug, ja, wie man sieht, aufzubauen. Entsprechend Customizing ist auch schon ganz gut vorangekommen. Und ja, den würde ich schon ganz gerne fahren wollen. Aber gut, wir müssen uns da mit anderen Sachen begnügen. Ich hatte gedacht, ich glaube, geschockt habe ich euch nicht. Aber ich foppe euch mal ein bisschen so zum Anfang. Ja, aber ein Bild machen wir trotzdem mal von dem
von der Kiste, weil der Jimmy hat mir nämlich gesagt, ich kann ihn kaufen. Und er hat gesagt, schön, alles gut, aber ich habe noch nicht mal angefangen. Lass mal gut sein. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt zurande komme. Und von daher, nee, weiß ich nicht. Also er will ihn weiter aufbauen, aber er ist auch durchaus bereit, für den entsprechenden Preis ihn zu verkaufen. Und ich denke mal, der entsprechende Preis, hätten wir noch nicht gesagt, aber liegt wahrscheinlich mit relativer großer Sicherheit jenseits von dem, was ich kann und auch zurzeit bereit bin zu bezahlen. Aber ein schönes Auto, oder? Farbe ist jetzt nicht so meins, aber so der Style, das kommt schon meinem Geschmack recht nah. Da könnte ich schon ganz gut mit anfangen. Gut. Genug geschwelgt in irgendwelchen Fantasien. Wir wollen einsteigen. Ich habe ja gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Wir müssen jetzt noch mal eben schnell ins Büro hier. Ich muss ein bisschen Papierkram noch machen. Und ja, natürlich hat sich nichts geändert an dem, was ich im Prolog gesagt habe. Wir steigen ein. Peterbilt 567, das ist unsere Maschine und da werden wir uns dann nachher gleich wiedersehen. Also, bis gleich, Leute. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich hätte jetzt fast gesagt, vertrautes Bild. Für euch eher noch nicht so, für mich schon ein kleines Stückchen weit. Da steht unser Bomber. Mit dem sind wir unterwegs und da wollen wir auch rein. Und ich weiß nicht, wer mir gesagt hat, geh nach Oregon. Da ist es ganz toll. Es regnet hier ständig. Gut, husch, husch, husch. Mal gut rein in die gute Stube. Ich war schon im Büro, wollte dann losfahren, hab noch wieder was vergessen, bin dann wieder ins Büro. Und dann habe ich vergessen, dass ich euch ja mitnehmen wollte. Deshalb stehen wir schon parat. Haus- und Hofrunde haben wir schon gemacht. Sodass wir haben auch schon eine Tour, da wollen wir jetzt hin. Und dann werde ich ein bisschen was erzählen und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, weil letztendlich Bummeln ist uns nicht gegeben. Deshalb wollen wir auch gleich losmachen. Ja, und was ich so erzählen will, beziehungsweise was ich meine, dass ich erzählen möchte, das kann ich dann alles auf der Fahrt tun. So, ich muss mich hier erstmal noch ein bisschen sortieren. Das Mikro muss auch noch ein bisschen zurechtgerückt werden. Also das Setting muss jetzt alles noch ein bisschen zurechtgeschoben werden hier. Soll uns aber nicht davon abhalten, uns ins Getümmel zu stürzen. So, was habe ich noch vergessen? Logisch. Ihr seid jetzt hoffentlich auch dabei. Und wir sind hier. Ja, das ist ja, dass wir in Oregon sind. Nein, wir nehmen hier in Oregon auf. So, das wollte ich sagen. Und bleiben im Bundesstaat Eugene. Das hatte ich auch im Prolog gesagt, dass wir hier greifbar sein wollen für, ne, sag mal schnell. So, was habe ich gesagt im Prolog? Wir wollen greifbar sein für mögliche LKW-Besichtigungen. So, jetzt ist es raus. Mensch. Wir sind nicht multitaskingfähig. Und wer was anderes sagt, der lügt. Beziehungsweise hat keine Ahnung. Das habe ich nämlich gerade letzte Woche auf Fortbildung gelernt. So. Man kann nur eins machen, entweder sich auf den Verkehr konzentrieren oder euch voll labern. Ich kann zwar beides machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass irgendwas dabei in die Hose geht. Gut, jetzt sind wir erstmal auf Kurs. Wollen unsere Ware abholen, Haushaltsgeräte, und dann
sind wir unterwegs nach, ich habe es jetzt nicht ganz genau drauf, aber ich glaube nach Klamath Falls, so heißt es. Außer dass wir ganz schön schnell sind, hatte ich ja gesagt, wir bleiben in Oregon. Vielleicht werden wir den einen oder anderen Kollegen, der mittlerweile Kontakt aufgenommen hat, besuchen. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das ergibt. Ja, schön groß. Wie gesagt, der Sven Marx ist in Bend ansässig. Wir haben beide Kontakt über die sozialen Medien aufgenommen und er hat mir angeboten, dass ich gerne mal vorbeikommen kann. Ob ich es allerdings heute schaffe, weil es auch recht knapp ist, weiß ich noch nicht. Und er selber ist auch unterwegs, das weiß ich. Wird ja gerade mit Tom den Reefer Deal. Naja, wie soll ich sagen? Sie haben ihn abgewickelt, so, den Reefer. Der Tom hat seinen Reefer. Mal gucken, was er daraus machen wird. Ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch gleich da, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich bin ja hier schon mal ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Probefahren habe ich ja schon mal gemacht hier, damit ich so mit den Örtlichkeiten und mit den Abmaßen hier, 53 Fuß, ist doch was anderes als 40 Fuß Containerchassis, was ich schon mal gefahren habe. Übrigens auch im realen Leben. Das war auch schon gut 15 Jahre her. Aber hier sind wir mit 53 Fuß unterwegs und naja, und das sind 13 Füße mehr, die sich in der Länge natürlich bemerkbar machen. Gut, die amerikanischen Straßengegebenheiten sind ein bisschen anders als in Europa. Aber nichtsdestotrotz muss man auch hier aufpassen. Das ein oder andere Verkehrsschild muss ja bei dem einen oder anderen Kollegen ja auch schon mal leiden. So, ich glaube, wir sind gleich da. Hier wollen wir, beziehungsweise sollen wir aufnehmen. Nee, sage ich näher was zu, warum es überhaupt so lange gedauert hat. Ihr werdet hier und da noch einen Ruckler feststellen. Hoffe ich, dass es nur ein kleiner Ruckler ist. Moin. Ich bin noch so ein bisschen an den Systemparametern dran. Ich muss das erstmal langzeitmäßig beobachten hier. Das ganze System ist recht neu, ist gerade mal 2 Wochen alt. Und da gibt es sicherlich noch das eine oder andere, was noch nicht so ganz rund läuft. Und oha, was hast du denn hier für eine Farbe, Bougie? Was wollte ich jetzt sagen? Machen wir gleich weiter. Da wollen wir. So, jetzt gucken wir erstmal nach unserer Fracht. Was habe ich gesagt? Klamath. Oh, schön, dass die H betonen. Klamath Falls, da soll es hingehen. So. Mal gucken, wo sie uns hier hin haben wollen. Fracht ist bereits im Aufladen. Ich sehe hier nichts. Gut, wir machen mal weiter. Seht ihr da was? Ich sehe da nichts. Scheint aber hier eine. Das ist ein Fracht, also ein Ladebereich oder Entladebereich, weiß ich nicht. Ah, warte mal. Man hat es uns mitgeteilt aufs Navi. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh, hier sind auch schöne Bahnschwellen. Holpert schön. Den ganzen Punkt Technik greife ich nachher nochmal auf. Ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Kann das sein? Jetzt gar nicht geguckt. Ja, da müssen wir hin.
Ja, so, dann wollen wir. Oh, das ruppelt aber ordentlich hier in der Kiste. Oha, der steht ja auch gut da drüben. So, dann wollen wir sehen, dass wir hier. Uns einzigulieren. Upsala, ein bisschen weit jetzt hier. Also diese Schwellen hier, mein lieber Mann. So. Upsala. Uiuiui. Da kommt ein Geländer oder sowas. Was wir auch tunlichst dort lassen wollen, ohne dass wir es berühren. Aber ich glaube, jetzt sind wir ganz gut auf Kurs hier. Ist aber auch elendig lang. So, jetzt könnte das hier was werden, wenn wir uns nicht allzu glatt anstellen. Ja. Damit haben wir schon mal den ersten Schritt getan. Ich nehme euch weg. Ich werde hier mal aussteigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier wahrscheinlich vollgeladen sind, ne? Also, bis gleich, Männer. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir sind geladen. Ich rolle hier gerade von der Ladestelle weg. Beziehungsweise holper hier von der Ladestelle weg. Ganz schnell mal machen wir mal die Bremse rein, gucken uns mal die Eckdaten an. Damit das nicht so wackelt, mache ich euch mal hier auf Pause. So, nee, das war die verkehrte. Man muss das auch schon richtig machen. Da will ich hin. So, 6,5 Stunden haben wir Fahrzeit. Nee, ja, Fahrzeit im Sinne von Ankommen. Wir haben auftragsmäßig 16 Stunden Zeit. Nach 8 Stunden müssen wir Pause machen. So, zur Info, wir sind in der 1:33. Es können uns also Umleitungen hier erwarten. Mal gucken, ob wir das dann alles so schaffen. Da lassen wir uns mal überraschen, was so kommt. Die obligatorische Map, da gucken wir mal rauf. Also Eugene geht's durch, Bend geht's vorbei. Für den guten Sven habe ich heute leider dann keine Zeit. Ich will auch die erste Runde dann mal erstmal zu Ende bringen. Und ich glaube, der ist auf mich auch gar nicht heute. Doch, naja, eingestellt schon im weitesten Sinne, weil wir hatten das schon so ein bisschen vereinbart. Aber ich will jetzt erstmal die erste Runde hier hinter mich bringen und euch dabei. Ja, wie soll ich sagen? Hinter euch bringen kann ich mich gar nicht sagen, weil ihr seid ja mit mir unterwegs. Sagen wir mal, dass ihr vielleicht ein bisschen Spaß habt. So, dann machen wir los. Hier müssen wir die Pause rausnehmen, so, dass ich auch was sehe. Hier, Mr. Orange. Orange is the new black, oder wie? Nee, gut, das ist was anderes. Wir machen mal los und. Wo haben wir es? So, ihr seid auch dabei.
Ja, vor dem Beladen war ich so ein bisschen im Reality-Modus, beziehungsweise Reality-Talk-Technik. Ich hoffe, es Ruckeln ist in den Griff zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum ich zu spät, nee, nicht zu spät, verspätet im Grunde jetzt einsteige. Ich hatte schon, ich glaube, die erste Folge. Ah, oh, guck mal hier. Oh, schöner Cascadia. Die erste Folge ist jetzt, glaube ich, der vierte Versuch. Es hat zuerst immer so ein bisschen an den Sound gehakelt. Deswegen habe ich mir die Folgen gar nicht zu ändern geguckt, weil mir der Sound nicht gefallen hat. Jetzt habe ich das mit dem Sound, glaube ich, ganz gut im Griff. Jetzt habe ich dann das letzte Mal festgestellt, dass ich wahnsinnige Hacke und Ruckler drin habe. Also das Spiel läuft fast 100% flüssig, aber wirklich flüssig in den höchsten Einstellungen. Das System gibt es her, dass ich so fahren kann. Ein, zwei ganz leichte Hänge habe ich festgestellt. Wie gesagt, das System ist noch ziemlich neu. Ich muss mich da erst so ein bisschen mit zurechtfinden. Ja, und das kann dazu führen, dass im Realen noch der ein oder andere Ruckler ist. Ich weiß nicht, ob das dann von den Mods oder so kommt. Das müssen wir mal gucken. Ich sag nur Jazzycat Mods. Die sind ja ganz gerne durchaus für Ruckler zuträglich, aber hier waren nicht die Mods das Problem, sondern hier war tatsächlich OBS das Problem. OBS war offensichtlich nicht optimal eingestellt, obwohl ich die Settings genommen habe, die so im Internet empfohlen werden. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen läuft, deswegen nehme ich euch ab und zu auch mal raus aus dem ganzen Geschehen. Und ich gucke dann mal zwischendurch rein. Das habe ich jetzt in den beiden Abschnitten auch gemacht, wo ich euch jeweils rausgenommen habe. Sieht für mein Verständnis erstmal gut aus, deswegen machen wir hier weiter. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Weiß ich nicht, ist weg. Das kann durchaus öfter passieren. Also wenn ich irgendwie was sage und ich sage dann, ich sage da später was zu oder ich erzähle dann nachher oder wie auch immer. Und das passiert dann nicht, da müsst ihr euch nichts bei denken. Ihr könnt es höchstens in die Kommentare reinschreiben. So, gerade noch drüber gesprochen. Gerade noch drüber gesprochen. Da haben wir schon mal hier, Umleitung. Ja, wo fahre ich denn jetzt lang hier? Macht denn hier jetzt am meisten Sinn? Gut, ich glaube, damit ist unsere ganze Zeit und Tour hinfällig, aber wir haben nach hinten raus, ja, von dem Auftrag her haben wir ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Gut, das wollte ich aber nicht sagen. Technik habe ich gesagt, ruckeln und so weiter. Also man, das ist schon echt Wahnsinn, was hier so an Einstellungen und ja, Sachen zu beachten sind. Das ist schon nicht ohne. Also die das hier betreiben, das YouTube-Geschäft. Also ich hatte sowieso schon großen oder größten Respekt davor. So ungefähr konnte ich das schon einschätzen, was da auf mich zukommt. Und das hat sich mehr als bestätigt. Also, Alter. Die Bremse von dem Jungen hier ist auch nicht die beste. Junge, Junge, Junge. Da müssen wir aber noch ein bisschen aufpassen. Ah, schönes Auto. Ja, also wie gesagt, meinen allergrößten Respekt an die YouTuber, die das schon länger machen und wirklich hochgradig für die Verhältnisse professionell. Nicht schlecht, was ihr da so leistet. Och, Jungchen, fahr. 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 Ey. Leutchens, ich will ja nicht über die Kraftfahrer dieses Landes schimpfen, aber wer das real kennt, naja, gut, will ich jetzt hier nicht weiter ausbreiten.
Ja, die Kupplung hier von den Burschen, die ärgert mich schon ein bisschen länger. So, wie sieht's aus? Ich wäre soweit. Das ist doch nicht normal, oder was? Also ihr seht, irgendein Mod ärgert mich da noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr die roten Reifen gerade gesehen habt. Aber das ist jetzt erstmal nachrangig. Da kümmere ich mich dann später nochmal drum. Ja, jetzt hatte ich das Thema YouTube Real angefangen. Also wie gesagt, meinen allergrößten Respekt an die, die das gut und professionell betreiben und da wirklich gute Sachen machen. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter. So, jetzt aber zurück hier zu uns. Wir wollen mal sehen, dass wir hier, ich hätte jetzt fast gesagt, ein paar Meter machen, ein paar Meilen machen, dass wir zu Rande kommen. Also ihr seht, 1,33 Umleitungen ist ein Thema. Was hier wahrscheinlich so ein bisschen ruckelt bei euch im Lautsprecher, ist mein Lenkrad. Da lasst euch nicht irritieren. Ja, so, dann wollen wir mal loslegen. Dass wir hier mal, wie ich schon gesagt habe, von dem großen Kuchen uns was abholen können. Das Auto hier, der Peterbilt, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, den werden wir wahrscheinlich entgegen unserer ersten Idee doch nicht so lange fahren können. Ihr wisst ja, den habe ich, den ganzen Zug mit dem Auflieger habe ich gemietet über den Sigi. Der macht mir das ein bisschen, oder der ermöglicht mir das zu, naja, ich will nicht sagen, dass die Konditionen jetzt Weltklasse sind, aber ja, hat ja auch versicherungstechnische Fragen und so weiter. Da ist das denn bei ihm dann vielleicht doch ein bisschen besser aufgehoben, das Thema. Ihr wisst ja, ich bin da als Freelancer unterwegs. Das Getriebe lässt grüßen. Aber wir werden ihn wahrscheinlich noch abgeben müssen. Oh, die Bremsen, Leute. Also da, wenn wir den abgeben, dann, das muss ich gleich sagen, also die Bremsen sind nicht die besten von der Kiste. Junge, Junge. So, jetzt habe ich es, glaube ich, zweimal schon angefangen. Also wir werden ihn abgeben müssen, wahrscheinlich. Und bekommen vielleicht ein anderes Fahrzeug dafür. Was, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Weil es gibt einen Kunden wohl, so wie ich das mitbekommen habe, der möchte unbedingt einen Peterbilt 567, weil, das habe ich auch gelernt, für schwerere Sachen ist wohl eigentlich der, nee, nicht eigentlich, dafür ist der Peterbilt 567 angedacht in der Baureihenordnung bei Peterbilt. Warum es der 389 oder der 579 nicht machen kann, das erschließt sich mir nicht, aber so sagt das Peterbilt. Und der Kunde, der hat dort wohl irgendwas Schweres zu fahren und würde sich freuen, wenn er einen 567 bekommen könnte. Und der Vermieter hat im Grunde nicht so viele davon und hat angefragt, ob wir da bereit wären zu tauschen, die Zugmaschine. Also das kann uns noch in den nächsten Tagen ereilen. Da müssen wir mal gucken, ob beziehungsweise wann wir den LKW hier wechseln. Jo, wir gucken mal kurz hier. 4,5 Stunden sollen es noch sein. 100
85 Meilen und wir haben die nächste Pause in 4 Stunden. Ja, da glaube ich, da werden wir uns gar keinen Stress machen, sondern da werden wir unterwegs uns einen Rastplatz suchen. Jetzt sagt die Uhr überhaupt 6.08 p.m. Ja, da werden wir dann uns ganz gepflegt einen Rastplatz suchen. Ach, schaut mal hier. Cool. Und dann werden wir da übernachten und dann geht es dann anschließend dann zur Entladestelle. Ja, ich wollte eigentlich nur so viel sagen und zurzeit fällt mir gerade nichts ein. Ich werde so ein bisschen, hatte ich glaube ich gesagt oder auch nicht, so ein bisschen Reality Talk und Story Talk muss ich noch zum Anfang ein bisschen vermischen. Kurze Reality. Also ihr habt ja jetzt schon gemerkt, ich wollte es eigentlich schon längst früher gemacht haben. Und zwar die erste Folge online gestellt haben oder hochgestellt haben. Ich begründe das in der Story mit bürokratischen Hürden. Real, wie gesagt, was die Technik, habe ich von groß erzählt oder grob erzählt, so. Ich möchte das kontinuierlich weitermachen, aber ich kann die Schlagzahlen, wie sie zum Beispiel Tom vorlegt oder andere Kollegen vorlegen, die kann ich nicht machen. Ganz einfach, weil mir das System, also der Rechner und das Board, alles was wir hier so sehen, steht mir einen Großteil des Jahres nicht zur Verfügung, weil ich schlicht und ergreifend beruflich nicht da bin. Und also berufsbedingt bin ich dann nicht hier. Und dann habe ich dieses ganze Equipment nicht und kann dann entsprechend auch nicht aufnehmen. Inwieweit ich vorproduzieren kann für die 3 bis 4 Wochen, die ich dann immer nicht da bin, das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Aber nicht, dass, also das sage ich hier schon mal gleich, wenn hier 3 bis 4 Wochen nichts kommt, dann bin ich nicht eingeschlafen oder habe aufgehört, sondern das ist einfach. Berufsbedingt bin ich dann nicht da und ich kann einfach schlicht und ergreifend nicht aufnehmen. Wenn es in einer Folge passt und ich weiß, dass es dann für die nächste Zeit die letzte Folge war, dann sage ich das. Wenn ich soweit vorproduzieren kann, dass es in die Zeit vielleicht, dass ich vielleicht 4 Folgen vorproduzieren kann, pro Woche eine, weiß ich noch nicht. Ja, dann hat sich's erübrigt mit irgendwelchen Lücken, aber das kann ich alles noch nicht sagen und auch noch überhaupt nicht abschätzen. Ich möchte da auch ungern Erwartungen wecken, die da nachher nicht erfüllt werden können. Und dann ist da, ja, Frust wäre zu übertrieben. Aber vielleicht, naja, so ein bisschen nach der eh keinen Bock mehr oder so, diese Einstellung. Nein, ist nicht. Ich habe wahnsinnig Lust auf das Ganze. Hier zunächst im ATS. ETS ist erstmal kein Thema. Und neben, dass wir zu schnell sind, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Wie gesagt, möchte ich das ganz gerne machen. Euch mitnehmen auf die Reisen hier durch den ATS. Bisschen euch vollschwafeln mit allem, was mir so einfällt. Dann wollen wir uns natürlich auch entwickeln. Wohin auch immer. Hoffentlich nach oben. Und hoffentlich in die Richtung eines Fahrzeuges, was wir da vorhin gesehen haben. Das wäre so mein Traum. Auch gerade, weil es ein 380er Peterbilt war. Aber das werden wir dann alles sehen. Also wie gesagt, wir sind in Bend, ganz kurz. Hier hat also der gute Sven irgendwo sein Domizil, aber das gucken wir uns dann in Ruhe nochmal an, wenn es die Zeit zulässt. Da will ich auch den Sven einfach nicht so überfallen und einfach da reinschneiden. Und ich bin mir, glaube ich, werden jetzt ein paar Tage oder länger nicht gehört voneinander, aber ich bin mir relativ sicher, dass er auch gar nicht da ist. Der ist, glaube ich, irgendwo in Mexiko da um die Ecke. Gut. Ja, ansonsten ganz kurz dazu. Ich habe den einen oder anderen Kollegen, weiß ich, wo sein Firmensitz ist. Und wenn das passt, dann werden wir da auch ranfahren und den Kollegen dann besuchen. Aber das müssen wir dann alles nach und nach sehen. Ja gut, nochmal kurz zur Reality. Ich werde versuchen,
so gut es geht, hier eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Warum, weshalb, wieso ich das ein oder andere nicht kann, habe ich gerade gesagt. Na. Ja. Und ansonsten will ich das auch gar nicht alles irgendwie wiederholen. Ich neige gern dazu, Sachen 2, 3, auch 4 Mal zu sagen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Eigentlich sagt man ja immer, doppelt hält besser, aber ja. Wenn ich dann mal so ruhig bin, dann liegt das vielleicht, nicht vielleicht, sondern liegt das daran, dass ich mich konzentriere. Also in dem Piet hier ist ein 13-Gang-Getriebe drin. Und eine Cummins-Maschine mit 450 PS. Das ist auch soweit okay. Aber dieses 13-Gang-Getriebe, also... das ist nicht so meine Welt. Merkt ihr auch an der Übersetzung, man muss sehr schnell wirklich in die kleinen Gänge. Wobei real ist das 13-Gang-Getriebe natürlich anders geschaltet, als ich das hier habe. Da gibt es ja keine kleinen Gruppen. Aber ich habe das hier aufgrund der 18-Speed-Range-Hinterlegung ist das hier ein bisschen anders jetzt aufgestellt. Ich glaube, dass das... ich bin mal wieder zu schnell. Aber ich glaube, das verzeiht ihr mir. So, jetzt können wir 55 fahren. War klar, wenn ich abgebremst habe, dass wir dann schneller können. Ja, DirectX 11 habt ihr, glaube ich, gut bekommen. Soll kommen. Ich bin mal gespannt, wie sie es auswirken wird. Ich will das Thema jetzt gar nicht groß aufdröseln, aber sag mal, für die heutigen Systeme, was die alles können, ist das längst überfällig. Vielleicht haben wir dann auch ein ganz anderes Speichermanagement und dann sind trotz dieser hohen Hardware, die man hat, Ruckler minimiert, wäre sehr gut. Ganz auszuschließen, ja gut, das weiß ich nicht, das muss man sehen. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Seht ihr hier mein Cockpit? Dazu gibt es ja ein Einzelvideo, so will ich es mal nennen. Part 1 bewusst betitelt. Ich weiß, dass da Part 1 steht. Es wird auch auf jeden Fall Part 2 kommen, wo ich das dann erklären werde, was ich hier alles gemacht habe. Aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich habe jetzt erstmal Lust und wirklich Bock, hier zu fahren und euch da mitzunehmen. Wann dann Part 2 kommen wird, das werden wir dann sehen. Wenn ich da mal Muße zu habe, dann werde ich das nochmal genau vorstellen, was ich da wie, wo, wann, was gemacht habe. Gut, ansonsten läuft hier ein neues System, habe ich ja jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, also wieder bei dem 2, 3, 4, 5 Mal wiederholen. Ich habe da mal reinguckt in die Kiste und ich habe meinen letzten Rechner vor gut 14, 13 Jahren aufgebaut und musste feststellen, das hat nicht mehr viel mit dem, was man früher gemacht hat, zu tun. Aber das nur so am Rande. Der war weg eben. Komisch. Gut. Wir sind zu schnell. Das ist ein leidiges Problem. Ich will jetzt aber mal gucken hier.
Ah ja, okay, gut, Freunde, da rücken wir rein. Da machen wir Pause. So, wir haben ja noch einen Gang. So. Da werden wir gleich Pause machen. Ich will dann mal auf die Aufnahme schauen und hoffe, dass sie gut ist. Und dann geht's dann weiter Richtung Entladestelle. So. Hier wollen wir parken. So bleiben wir natürlich nicht stehen. Siehst du? Also, weil wir ja blöd sind, werden wir auch noch elektronisch daran erinnert, dass wir müde sind. Sonst würden wir das nämlich gar nicht mitkriegen. So, dann wollen wir auch gar kein Firlefanz machen euch nehme ich weg. Ich mache hier erstmal die Pause. Will, wie gesagt, mal auf die Aufnahme schauen. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Also, bis gleich. So, Männer, die Nacht ist vorbei. Jedenfalls für uns. Hier ist noch überall Totentanz. Kann und muss uns egal sein, weil so, ihr seid auch mit dabei. Weil wir müssen weiter. Haus- und Hofrunde habe ich schon gemacht. Beziehungsweise ich habe einmal noch rumgeguckt. So. Ja, wir wollen jetzt hier, wie spät haben wir es denn? 10 vor 1. Ja, da geht es für uns jetzt hier in die Nightfly. Gucken, wie viel los ist hier. Und dass wir dort dann unsere Ladung los, wenn die entladen auch nachts. Das hat man mir gesagt. Der John, das ist ein Disponent vom Sie, der, naja, wie soll ich sagen, disponiert ist ein bisschen übertrieben. Ja, doch, ein Stück weit disponiert er mich. Also wir schauen da, was da für mich sinnvoll ist und was nicht. Und der mir gesagt, dass man auch bei der Truppe hier nachts entladen kann. Das ist schon mal ganz gut. Kann man weiterfahren. Hier kommt irgendwie eine scharfe Kurve her. Eieieiei. Also die Bremsen. Jetzt noch hier 10 Meilen, dann sind wir durch. Dann sollen wir da sein. Dann haben wir tatsächlich
offensichtlich unser erstes Geld verdient. Ich weiß gar nicht, was war, 900, um und bei 900 Dollar. Ich hatte ja im Prolog gesagt, ich fahre hier als Freelancer. Ich rechne das nachher am Ende mit dem Sigi gegen. Miete mit dem, was ich hier verdient habe. Und ich bin hier auf einem Firmenprofil unterwegs. Das ist also nicht das Chris Binford-Profil. Das wird dann aktiviert, wenn ich meinen eigenen LKW habe. Ja, durch diese Freelancer-Geschichte ist es sinnvoller für uns alle, das hier über so ein Firmenprofil abzuhandeln. Gut, hier sollen wir rein. Sieht ziemlich eng aus alles hier. Hurtwood. Okay. Noch nie gehört. So, Della, da wären wir. Also die haben gesagt, ich kann hier hinstellen. Auto steht schon mal hier. Offensichtlich ist dann tatsächlich jemand hier. Ach, hier vorne. Jo. Frage ist jetzt. Die Frage ist jetzt, die ihr euch wahrscheinlich auch stellt. Drehen. Wo? Aber es sieht hier. Ja. Hier sollten wir ganz geschmeidig drehen können mit unserem Geschütz. Ja, aber auch wenn wir jetzt nur ein ganz kurzes Stück noch hatten, war es mir dann doch lieber, die Pause zu machen und nicht gleich hier als Zeitrabauke anzufangen und gleich die Lenk- und Ruhezeiten hier zu missachten. Ich muss mich da erst dran gewöhnen, an diese 70 Wochenstunden und dann nach 2 Wochen den Reset und so weiter. Das ist ja alles neu. Das gibt es ja so in Deutschland nicht und ich hatte ja gesagt, ich komme sowieso nicht aus dem Geschäft. Ich hatte es ja mal angedeutet vorhin am Anfang, ich habe das tatsächlich mal, also ich habe wirklich einen LKW-Führerschein und ich bin so Anfang bis Mitte der 2000er tatsächlich auch mal LKW gefahren, aushilfsweise, für einen guten Freund, der hat wirklich ein Fuhrunternehmen und da bin ich dann Container gefahren. Ja, von daher kann ich das ein Stück weit einschätzen, wie real was ist und was da alles so Sinn macht, was nicht Sinn macht. Jo. Aber das ist, wie gesagt, auch schon dann jetzt 18. Ich glaube 2006 war meine letzte Runde. Ein paar Tage ist es auch schon wieder her. So, gut. Genug geschwafelt. Maschinchen aus. Pause rein. Euch nehme ich weg. Dann. Ja, Warnblinken kann man wohl ausmachen hier, ne? Dann steigen wir mal aus. Oh, Licht lassen wir mal an. Und dann gucken wir mal. Hier ist schon eine Tür, aber da steht irgendwas dran. Ja, hier werde ich mal klopfen. Und dann hoffe ich mal, dass wir entladen werden. Und dann sehen wir gleich weiter. Also bis gleich, Männer. So, da sind wir wieder. Die Jungs haben mich entladen. Das haben wir gekriegt. 900
und 2 Dollar. Ein paar Erfahrungspunkte, aber gut, die zählen jetzt nicht für mich als Chris Binford. Das ist jetzt eher nebensächlich. Ja, wir haben ja noch Fahrzeit. Wir haben ja gerade jetzt angefangen. Eigentlich wollte ich das vermeiden, so im Nachtmodus, im Nightfly, so lange Stunden anzufangen, weil man dann am Tag schlafen muss. Aber jetzt ist es halt so. Das Leben ist kein Ponyhof, können wir uns jetzt eben nicht alles aussuchen. Gut, Klamath Falls, was haben wir hier? Wir wollen in Oregon bleiben. Dann machen wir einen Schwenker nach Kalifornien. Das ist, glaube ich, auch so eine ganz tolle Tour. Wie war das so? Mit diesen Bäumen und alles. Ne, das war, glaube ich, hier oben bei Coos Bay, wenn man da den Schwenker macht. Glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kalifornien, ja, weiß ich noch nicht, ob wir da durchzoppeln. Ich vermeide es eigentlich, nach Kalifornien zu fahren. Aufgrund der Restriktionen. Ja, was haben wir noch? Was ist das hier? Das geht ja dann nach. Guckt euch das mal an. Vermont. 9000 Dollar. Sind aber auch. Was haben wir? 3100 Meilen. Ja, Freunde, so eine Tour werden wir mal machen, aber nicht jetzt. Da habe ich echt mal Bock drauf, so eine Alsch, oder wie kann man das nennen? All-State Tour. All-State sind es ja nicht, aber All-State West East oder sowas. Aber ich glaube, ich rede schon der Quark hier. Wir bleiben bei unseren Leisten. Wir bleiben Newport 292. 885 Dollar ist genau das gleiche wie nach Medford, aber von Newport Eugene, wenn da was wäre, dann wäre ich da schneller als von Medford. New Mexico waren wir nicht. Was haben wir noch? Ne, jetzt das wäre hier im Ort, aber da, obwohl das sind 100 Dollar, könnte man vielleicht noch schnell mitnehmen. Nee, dann müssen wir zu Estio rüber. Nee. Da machen wir hier mehr Zeitverlust als alles andere. Wir bleiben, glaube ich, hier bei Newport. Wir fahren dann trotzdem zu Estio, obwohl, wenn wir sowieso zu Estio müssen, können wir diese Klamath-Runde schnell mitnehmen. Das sind 100 Dollar. Und Dollar haben wir denn nicht, aber die erwarten es auch schon in knapp 45 Minuten bis. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fahren erstmal zu A-Steel und dann gucken wir, was die Burschen dort sagen. So, dann. Rein in den Dampfer. Zündung an. Engine. Oh, da vorne steht wieder einer von den Orangenen. So, dann nehmen wir hier die Pause raus. Euch nehme ich auch mit. Und dann fahren wir jetzt zumindest mal noch aufnehmen. Oh, guck hier, der Orangene. Im Winter. Ach, im Winter. Im Dunkeln ist es gar nicht schlecht. Erkennt man den Burschen auch. Da machst du auch nicht schlecht sein davon ab. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Fahrstrecke? 24 Meilen müssen wir fahren. Okay, ich glaube, dann hat sich unsere Stadtrunde Klamath Falls erledigt. Ja, bis jetzt fühlt sich das alles ganz gut an. Ich glaube, die erste Runde recht unspektakulär zu Ende gebracht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich real schon das dritte Mal zu Ende die sogenannte erste Runde gedreht habe. Ich weiß, als ich für euch die erste Runde aufgenommen habe, da war ich dann wirklich doch ein bisschen euphorisch, als wir angekommen sind. Ja, jetzt war es im Gegenteil schon nachher so, dass ich in der dritten Runde schon echt ein bisschen angenervt war, weil es nicht lief. Könnt ihr ja nichts dafür.
das wisst ihr ja alles gar nicht, dass das passiert ist. Ihr werdet geblitzt, Dings, und dann habt ihr das alles wieder vergessen. Und dann wisst ihr, dass ich mit der Bürokratie große Probleme hatte und das ist es dann. So. Ja, man merkt, dass wir leer sind. Obwohl wir vorhin nur 12 Tonnen drauf hatten, hat der... Ich sehe hier nichts im Spiegel. Hat der sich so schlecht bremsen lassen, der LKW? Also das muss ich, wenn der abgegeben wird, das muss ich unbedingt den dort mit auf den Weg geben, weil der hat ja noch gar nicht... Oh. Und ich bin wirklich... wirklich nicht zu spät auf die Bremse eben gestiegen. Und der hat ja mal gerade erst, was haben wir hier? 35.500 Meilen runter. Das ist, glaube ich, auch aus diesem Jahr. Oder von dem letzten Jahr, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja, also das mit den Bremsen, das ist nicht so der Brenner. So, ich weiß nicht, ob ihr das Flimmern dort hinten seht. Das ist, jetzt nimmt es, glaube ich, normale Form an. Ich weiß nicht, ob das, was sagt überhaupt tanken? Entschuldigt, dass ich so groß tanken. Ich sehe, ach, tanken da. Ja, ihr habt es ja gesehen mit dem orangenen Guard dort, Wächter. Und ich glaube, das Flimmern hier in der Nacht, das ist auch nicht so... Das Wahre, irgendwas ist da modmäßig nicht ganz in Ordnung. Ich habe 2, 3 neue Mods heute reingemacht. Da muss ich mal gucken, ob da von einer irgendwie so ein bisschen rumzickt, weil das habe ich vorher nicht gehabt. Aber das nur so am Rande. So. Oh, grün ist sowieso. Gut, dann können wir auch fahren. Also so ein kleines bisschen kenne ich mich in den amerikanischen Verkehrsverhältnissen aus. Ich habe ein bisschen in Amerika gelebt, eine ganze Zeit ist übertrieben, ein halbes Jahr. Von daher kommt auch so ein bisschen die Affinität für amerikanische Trucks. Also die Truck-Affinität habe ich schon immer gehabt. Und die amerikanischen Trucks, wenn man das mal live gesehen hat, das ist schon eine feine Sache. Ich kann die Leute verstehen, die da eben nicht so den Bezug dazu finden, wenn sie solche Maschinen noch nie so wirklich live richtig mal gesehen haben. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr von so einem LKW bei 75 Meilen und ihr fahrt nur 60 Meilen überholt werdet, da bleibt einem die Spucke weg. Das ist echt der Hammer. So, und vor lauter Gequatsche. Ja, da steht er. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier auch reinkommen. Das sah mir hier alles ziemlich eng aus. Wir versuchen es mal. Ja. Na komm. Ich habe diese Männchen heute das erste Mal drin. Das ist nämlich einer der neuen Mods. Ich weiß auch nicht, ob ich die lasse oder dann doch wieder auf die Xelchen zurückgehe. Müssen wir schauen. Irgendwas hakt sich da, aber das ist jetzt für die heutige Folge nicht so wichtig. Gut, wir machen mal hier die Pause rein, dass ihr nicht so mit mir mitwackelt. Dann gucken wir mal an, was hier so los ist. So, wir haben gesagt, wir wollen nach... Was haben wir denn gesagt, wo wollen wir hin? Nach Newport. Die Klamas, das ist immer noch hier drin. Was ist denn das? Das ist... Machen wir das oder machen wir das nicht? Das sind $100. 5 Meilen, $100. Und wenn wir danach, wann läuft das Angebot ab? In 3 Stunden? Der ist ja da, der Hammer. Hier läuft es in 6 Stunden ab. 3 Stunden 51. Nehmen wir die 100 mit oder nicht? $100 sind $100, ne? Passt auf, wir nehmen das mit. Dann nehme ich euch auch noch mit.
auf dieser Runde. Und dann, wenn hier die Pause raus ist, so. Glaube ich, haben wir auch eine ganz gute erste Folge auf die Beine gekriegt, bekommen, so. Und dann. Eieieiei. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Kann ich hier noch irgendwie anders drehen? Eieieiei. Ach nee, da wollte ich mal eben schnell mir $100 verdienen. Und dann so einen Cheat hier mit. Hoffentlich fahre ich mir hier den Reifen nicht platt. Ich habe so ein Talent dafür. So die Fettnäpfchen mitzunehmen, die da so existent sind. So, hier war irgendwo, da ist eine Schwelle. So. Aber andersrum, wer die $100 nicht ehrt, ist die Million nicht wert. Kleinvieh macht auch Mist und wir wollen hier nicht solche, naja, ich nenne es mal Geschenke liegen lassen. Finde ich dann doch schon ein bisschen unangebracht in so einer Situation, wie wir hier sind. Oder ich vielmehr. Und deshalb auch Kleinvieh macht Mist. So. Wenn wir dann auch noch rechtzeitig dahin kommen, vom Einparken her, wo wir hin müssen, dann ist auch alles gut. Ein bisschen laufen lassen wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, was wir hier fabrizieren. So, Bremse rein, Motor aus. Euch nehme ich mal weg. Ich gehe mal raus, ich lade schnell auf. Nee, ich nicht. Ich lasse aufladen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich, Männer. So, da sind wir wieder. Beladen. Ah, ihr sollt auch mitkommen. Mr. Orange Man, bye bye. Bis später, vielleicht. Das werden wir dann sehen. Oh, was steht denn hier? Das war doch. Also, um und bei 5 Meilen haben wir hier. Nur zu absolvieren und ich finde dafür, wie gesagt, 4-mal sogar. Und wir haben Aussatzgeräte, wieder 12 Tonnen. Und verschaltet haben wir uns auch ein bisschen, so. Was sagt denn unsere Zeit? 11 Stunden. Schöner Sternenhimmel. Schöner Sternenhimmel. Ja, in Oregon ist auch demnächst mit Schnee zu rechnen. Dabei ist mir wieder bewusst eingefallen, wenn ich mal auswandern wollte, das war nicht mal so eine Idee von mir, nicht dahin, wo es grau und griesig ist wie in Deutschland zu Weihnachten und zu Winterzeit,
Aber gut, das habe ich dann wohl offensichtlich hier vergessen. Ja, der Kunde ist König, ich weiß. Schon was leuchten sehen. Holzbude. Okay. Holz mache ich auch ganz gern. So. Da sind wir auch schon. Laufen lassen. Gerade. Und dann könnte das sogar ganz gut ausgehen hier. Seht ihr? Wir haben es tatsächlich geschafft. Gut. Payday. Ja, die 100 Dollar haben wir mitgenommen. Schön für uns, haben wir 1000 Dollar verdient. Ihr seid noch immer mit dabei. Und wenn wir jetzt noch die andere Fuhre haben, dann müssen wir zu Steeler, glaube ich, hießen sie zurück. Steeler Newport. Oh, 1,42. Da müssen wir dann müssen wir zusehen. Gar nicht lange schnacken. Da fahren wir noch hin. Da versuchen wir mal die. Dass wir die Fuhre noch bekommen. Aber wieso führt er uns? Wir sind doch. Kommen wir da nicht wieder zurück? Nee. Nee. So. Aha. So, entweder haben wir jetzt großes Pech. Dass irgendwie dort eine Einbahnstraße oder sowas ist. Ich habe da aber nichts gesehen. Weil wir brauchen 17 Minuten. Der Auftrag war noch, glaube ich, 1,5 Stunden oder sowas drin. Zu schnell sind wir auch. Ja, ich weiß. Wir sind im Ort. Motorbremse. Ja, mein Story-Charakter Sigi, der hat durchaus Anleihen in die reale Welt. Nicht was das Business angeht, das mit Sicherheit nicht, aber die Vorgeschichte, dass ich mit dem Charakter eine gemeinsame Vergangenheit hatte und so weiter, das ist nach wie vor, das gibt es tatsächlich. So, wir wollten doch hier zu Steeler rein, ne? Jetzt muss ich hier mal ganz kurz das Thema wechseln. Wären wir nämlich fast vorbeigefahren, dann hätten wir nämlich unsere Zeit wäre dann nämlich hingewiesen.
So, Mr. Orange ist immer noch hier. So, jetzt bin ich gespannt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Yes, sie ist noch da. Warum man auf einem Schrottplatz auch immer Haushaltsgeräte wegfährt, weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. Soll uns auch egal sein. Papiere passen jedenfalls. Und ja, dann werden wir sehen. Ja, kurz zu dem, was ich ihm gesagt habe. Also der Charakter Ziggy, mit dem habe ich tatsächlich auch im realen Leben eine Vergangenheit. Also der Charakter Ziggy ist aus einer realen Welt angelehnt. Aus der realen Welt angelehnt, so muss ich es eigentlich sagen. Und ja, wir haben, wie gesagt, eine berufliche Vergangenheit zusammen. Und da ist wirklich jemand von mir, ein bekannter, guter Arbeitskollege, ausgewandert nach Amerika. Aber das Business passt natürlich nicht. Gut. Auch das wiederum nur so am Rande. So, Freunde, jetzt haben wir uns hier ganz schlauerweise so rum einmanövriert. Weil ich gedacht habe, ich bin ganz clever und fahre hier schön durch die Metallspäne. Aber ob ich da wirklich so clever war, das weiß ich auch noch nicht. Das wird sich gleich zeigen. Hey, 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 hey. Also ich sehe hier nur Metal Hack, wo hier Haushaltsgeräte wegkommen, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht, aber letztendlich ist auch wurscht, kann uns egal sein. Hier nebenan scheint ja auch noch ein Platz zu sein, wo irgendwie irgendwas mit Schrott gemacht wird. Vielleicht gibt es da alte Haushaltsgeräte oder was weiß ich. Wir parken hier ein. Und dann sind wir, nachdem wir geladen haben, good to go. Für Newport. Und dann schauen wir mal, was uns da alles so ein bisschen erwartet auf dieser Reise. Jetzt ist so ein bisschen die erste Aufgeregtheit weg. Sowohl in der Story als auch real, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, nach viermal erste Folge probieren, da ist dann irgendwann die Aufregung, hat sich da zumindest ein bisschen gelegt. So, Freunde, wir sind angekommen. Motor aus, hier machen wir mal die Pause rein. Euch nehme ich mal weg. Ich gehe gleich raus zum Laden. Hier wollte ich, hier möchte ich den Break machen. Ja, das soll dann hoffentlich die erste Folge im Gesamten mit einigermaßen Qualität gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn wir dann zusammen nach Newport fahren. Ja. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich das ein oder andere vielleicht zwei, drei oder viermal gesagt habe, seht es mir nach. Das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so oft wiederhole. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ja, eine schöne Zeit zu Hause. Es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade Weihnachtszeit, ein frohes Fest. Vorsichtshalber schon mal einen guten Rutsch. Bin aber bemüht, schnell nachzulegen. Wir werden sehen. Also, in diesem Sinne, Männer. Bis bald. Ciao, ciao.